Ja, ein herzliches Willkommen zu unserer obligatorischen Pressekonferenz. Wir reisen zum SV Darmstadt 98, Samstag, 30. Spieltag gegen den Mitaufsteiger und freuen uns, dass große Aufmerksamkeit heute da ist. Wird sicherlich, Ralf, mit dem Erreichen des Ziels zu tun haben. Ja, wie siehst du es? Danke mich auch für die rege Anteilnahme. Die uns zeigt, wie groß die Leistung ist, die wir da erbracht haben in dem Jahr, dass wir unser Saisonziel erreicht haben und trotzdem noch ein paar Punkte brauchen werden, um ganz glücklich die Saison zu beenden. Logischerweise ist mir auch nicht entgangen, die Diskussion um meine Person die letzten Tage. Dazu werde ich jetzt am Anfang mal ein bisschen Stellung nehmen und dann glaube ich oder bitte ich auch, dass wir uns um das nächste Spiel kümmern. Von meiner Seite gibt es dazu nur so viel zu sagen, dass der Verein vor 6 Wochen über all meine Schritte informiert wurde, das hat Thomas Linke ja auch gesagt, dass es in der Zwischenzeit einige Anfragen für mich gegeben hat. Ich mich auch mit Verantwortlichen anderer Vereine besprochen habe und ja, wir immer über alles, über alle Wege informiert worden sind, gegenseitig. Und deswegen im Moment die Situation so ist, dass egal was oder alles, was im Sommer passieren könnte, selbstverständlich mit unseren Verantwortlichen intern geklärt, besprochen und vertraulich behandelt wird. So viel kann ich dazu sagen. Dankeschön, Ralf. Es gibt sicherlich die eine oder andere Nachfrage zu dem Thema und wie gesagt, dann würden wir sehr gern zeitnah ins Sportliche gehen. Flo Bauer, Sky Sport News HD, bitteschön. Mikrofon kommt. Herr Hasenhüttl, da waren ja so ein bisschen widersprüchliche Aussagen auch drin. Die einen haben gesagt, ein rein informelles Gespräch unter Freunden, unter Coaches. Klären Sie doch mal bitte kurz auf, wann haben Sie Ralf Rangnick getroffen, wo, warum, was waren die Inhalte, um da reinen Tisch zu machen? Darüber wurde ja schon berichtet. Ich habe mich mit ihm getroffen und wir haben uns ausgetauscht, so wie ich es mit anderen Vereinen auch getan habe, im Wissen, dass mein Verein darüber Bescheid weiß. Und ich über Inhalte werde ich hier auch aus Respekt vor meinem Arbeitgeber natürlich keine Aussagen treffen. Max Wessing, Bild München, bitte. Verstehe ich Sie richtig, dass Sie nicht zusichern können, dass Sie nächste Saison noch Trainer vom FC Ingolstadt sind? Ich habe schon gesagt, ich glaube, es war deutlich, dass alles, was im Sommer passiert, wir intern besprechen und vertraulich behandeln. Und wenn es dazu was zu sagen gibt, werden wir uns auch rechtzeitig dazu äußern. Stimmt es, dass Sie schon ein neues Vertragsangebot haben über 2017 hinaus? Von wem? Von der Geschäftsführung hier von Ingolstadt. Auch, glaube ich, das ist hier nichts, was man hier jetzt diskutieren sollte. Ich glaube, die Position vom Verein ist bekannt, dass der Trainer bis 2017 gebunden ist und man großes Interesse hat, ihn darüber hinaus zu halten. Herr Wessing, bitte. Haben Sie denn eine Deadline, bis wann Sie sich entscheiden müssen und bis wann Sie den Verein... Ich werde hier keine Aussagen über irgendwelche Absprachen oder Gespräche treffen, die wir intern... Sie können sich davon ausgehen, dass wir in regen Kontakt sind, dass wir Gespräche führen. Wir haben jetzt gerade erst unser Saisonziel erreicht. Ich freue mich sehr darüber. Und wenn Verantwortliche meines Vereins öffentlich sich dazu äußern, dass sie gerne mit mir Mitarbeit machen wollen, dann ist das für mich auch ein Zeichen von Wertschätzung, von Anerkennung, klarerweise. Schlimmer wäre es, wenn sie sagen würden, er kann gern gehen. Weil dann hätte ich in den letzten Jahren hier nicht so viel richtig gemacht. Letzte Frage von mir, würde Sie die Aufgabe RB Leipzig denn reizen? Ich habe gesagt, ich werde weder Vereine noch Aufgaben kommentieren. Das gebührt schon allein der Respekt vor meinem Arbeitgeber. Ich bitte das zu respektieren. So, wir machen weiter. Kilian Mederle, BR. Im Kicker war heute zu lesen, dass Sie den schwersten Teil Ihrer Arbeit hier in Ingolstadt schon hinter sich haben.
Ist es so? Ja, ich weiß ja nicht, was schwerer ist, als einen Tabellenletzten zu übernehmen, im ersten Jahr in der Liga zu halten, im Jahr darauf aufzusteigen und dann nochmal die Bundesliga zu halten. Also viel Schwereres, glaube ich, gibt es nicht. Aber es gibt trotzdem immer wieder Aufgaben, die einen alles abverlangen. Eine davon ist die am nächsten Samstag. Ein wunderbarer Übergang, wie ich finde. Ein erneuter Versuch zumindest. Ein wunderbarer Übergang zum für uns wichtigen Spiel gegen den SV Darmstadt 98. Bitte eure Fragen dazu. Ja, gut, machen wir mal zum Gegner. Darmstadt 98. Ja. Wie sind die denn einzuschätzen? Wir haben es geschafft. Wie sind die denn einzuschätzen, ja? Mitaufsteiger. Es ist mit die allerschwerste Aufgabe, seit ich hier bin, dort auswärts aufzutreten, weil wir in den letzten Jahren dort immer sehr, sehr enge Spiele hatten. Es ist eine Mannschaft, die, und das habe ich schon vor der Saison gesagt, ich sehr, sehr schätze, weil sie einen klaren Plan verfolgen, ähnlich wie wir das tun. Und natürlich es für uns dort vor allem darum geht, eine Mannschaft zu bespielen, die über diese Standardstärke einfach die letzten Spiele dominiert hat. Ja. Es ist eine Mannschaft, die einen sehr klaren Plan vom Spiel hat, die es nicht umsonst in der Saison geschafft hat, nie auf einem Abstiegsplatz zu stehen, ähnlich wie wir es geschafft haben. Ich habe vor der Saison gesagt, beide Mannschaften werden es schaffen, die Klasse zu halten. Wir haben es geschafft und Darmstadt ist auf dem besten Weg dazu. Trotzdem fahren wir dorthin natürlich, um uns als bester Aufsteiger in der Saison zu behaupten und zu zeigen, dass wir zu Recht dort stehen, wo wir im Moment stehen. Wir haben die letzten zwei Spiele, wie ich finde, überragende Leistung gebracht und müssen jetzt aber auch wieder mal auswärts zeigen, dass wir zu Punkten in der Lage sind. Und ich hoffe, dass uns das gegen Darmstadt diesmal gelingt. Thorsten Krauskopf, Radio Innen, bitteschön. Ihr ehemaliger Spieler Ralf Gunisch hat vor wenigen Wochen in einem Interview gesagt, dass er sich sehr auf dieses Spiel freut gegen Darmstadt, weil er ja aus der eigenen Vergangenheit noch weiß, dass das intern auch einen sehr hohen Stellenwert hätte, dass die Spieler da sehr heiß von beiden Mannschaften wären, dieses Prestigeduell der Aufsteiger zu gewinnen. Auch zwischen den Trainern würde das eine Rolle spielen. Wie wichtig ist es Ihnen, gegen Darmstadt zu gewinnen? Mir ist es generell sehr wichtig, am Wochenende Spiele zu gewinnen. Und es ist vielleicht so ein bisschen eine Meisterschaft in der Meisterschaft, klarerweise, wenn man gemeinsam diesen Weg gegangen ist in die erste Liga, um sich einfach dort auch zu behaupten und zu zeigen, dass man es vielleicht noch eine Spur besser gemacht hat als der Mitaufsteiger. Ja. Aus dieser Konstellation heraus entwickelt sich da vielleicht nochmal so ein zusätzlicher Ansporn, ja, das stimmt. Wo machen wir denn weiter? Flo Bauer nochmal? Ja. Sky Sport News, bitteschön. Hast du eine SMS bekommen oder was? Alles klar. Schreib mal, sag mal, was du bekommen hast. Ja. Man kennt das von Mannschaften, die zum Beispiel auch frühzeitig Meister werden oder frühzeitig aufsteigen, dass dann so ein bisschen die Luft rausgeht. Wie erwarten Sie denn Ihr eigenes Team? Weil so ein bisschen laissez-faire darf sich dann ja auch schon mal einschleichen nach so einem großen Erfolg. Ich glaube, die Tatsache, dass wir uns im Moment in so einer komfortablen Ausgangsposition befinden, führt eher bei uns dazu, dass in gewissen Bereichen eine Lockerheit einzieht, die unserem Spiel aber, glaube ich, auch gut tun kann. Zumindest haben das die letzten Wochen so gezeigt. Ich habe schon oft davon gesprochen, dass wir nach vorne manchmal ein bisschen zu hektisch waren und ein bisschen zu überhastet waren, aber wir durch diese Erfolge zuletzt und durch die Gewissheit, dass wir den Klassenhalt geschafft haben, natürlich auch spurweit lockerer geworden sind und selbstbewusster in den entscheidenden Zonen des Spiels. Und ich habe eher das Gefühl, dass uns das gut tut. Wir tendieren eher nicht dazu, dass wir einen Schritt weniger machen, um uns irgendwas zu sparen, sondern mit Freude und mit Spaß. Und den haben wir, das habe ich auch die Woche im Training wieder brutal gemerkt, wo es wirklich sensationell zur Sache gegangen ist, dass wir einfach uns riesig auf dieses Spiel freuen. Es ist der optimale Gegner, ein Gegner, den man
auf keinen Fall unterschätzt, wir vor allem nicht, und dementsprechend auch total fokussiert sind. Wir haben heute vor dem Training noch mal eine Videositzung, wo wir noch mal auf alle Dinge eingehen müssen, die uns dort auszeichnen müssen, weil die Mannschaft im eigenen Stadion zu bespielen, ist verdammt schwer, aber wir freuen uns sehr auf diese Aufgabe und wir wollen einfach zeigen, dass wir nach wie vor brutal scharf sind und unbedingt punkten wollen. Haben Sie irgendwas umgestellt so im Alltag, in der täglichen Arbeit? Ja, das wusstet ihr ja schon. Am Sonntag war kein Auslaufen. Das haben mir die Jungs herausgeleiert. Das haben sie sich auch verdient. Wir hatten 2 Tage frei. Dafür war die Dienstagmorgeneinheit etwas schweißtreibender. Das hat es dann wieder ausgeglichen. Ich weiß nicht, ob sie nochmal kommen und 2 Tage frei haben wollen, aber werden wir sehen.